Herzlich willkommen zurück zum dritten Panel hier auf dem Waisenhausplatz. Bei uns rotiert es relativ rasch. Wir bauen umbauen in der Zwischenzeit und begrüßen auch weitere neue Teilnehmer und Gäste. Und jetzt möchten wir uns zum Thema öffentliche Raumgestaltung zwischen Tradition und Moderne auseinandersetzen. Ja, es scheint regelrecht ein Balanceakt zu sein, die verschiedenen Anspruchgruppen miteinander zu vereinen. Und vor allem gerade hier auf dem Waisenhausplatz so viele Bedürfnisse, wo Marktstände auf- und abgebaut werden, aber auch Cafés geöffnet haben, Restaurants geöffnet haben und wir Menschen aber auch einen Platz zum Verweilen suchen. Jetzt, wo wird sich denn die Stadt Bern überhaupt entwickeln? Und welchen Beitrag könnte die Digitalisierung darin leisten? Das möchten wir jetzt anschauen miteinander. Der Gast bei mir, herzlich willkommen, ist der Reto Nause. Er ist seit 2009 im Berner Gemeinderat. Und seit etwa 14 Jahren ist er schon Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie. Also, du setzt dich sozusagen für die Lebensqualität bei uns in der Stadt Bern. Herzlich willkommen. Merci. Jean-Daniel Gross, er ist Leiter der Denkmalpflege der Stadt Bern. Und ihr seid unter anderem beauftragt worden, das Weltkulturerbe erhalten und auch einen Managementplan auszuarbeiten. Da möchten wir nachher ein bisschen mehr darüber erfahren. Willkommen. Danke. Mit am Tisch ist Pascal Bellorini, selbstständige Architektin, schon seit sehr langer Zeit. Und mit verschiedenen verwurzelten Berner und Bernerinnen habt ihr euch beworben, um an dem Managementplan mitzuschaffen. Zuschlag noch nicht bekommen, mit drücken Tüme, es ist noch nicht entschieden. Schauen wir mal. Merci. Und auch mit dabei ist Pierre-Alain Michel. Er ist Head of Development Projects and Processes bei der BLS. Ja, neue Mobilitätsformen, das interessiert dich, aber auch, wie könnte man denn die ganzen Bahnhöfe zu Mobilitätshubs weiterentwickeln. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, in der Digitalisierung geht es ja immer darum, wir wollen alles neu und schneller etc. Aber jetzt möchte ich gerne mal drauf schauen, wie wir denn auch einen Bestand erhalten können. Die Altstadt gehört seit 1983 zum Weltkulturerbe. Um was geht es denn bei dem Managementplan und welches Ziel verfolgt der? Ja, also wenn man etwas erhalten will, dann kann man ja nicht einfach konservieren. Wir reden hier von einer ganzen Stadt. Man muss so eine Stadt eben auch weiterentwickeln. Aber man muss sie so weiterentwickeln, dass ihre wichtigsten Werte und eben auch ihre Denkmalwerte, ihre historischen Werte können erhalten bleiben. Das ist eigentlich das Ziel und das ist eigentlich auch ein bisschen die Kunst, sage ich, von Denkmalpflege. Gerade in der Weiterentwicklung eben den Erhalt können sicherstellen. Erhalten heisst nicht einfach fixieren, erhalten heisst sorgfältig weiterentwickeln. Und dazu ist der Managementplan unter anderem ein ganz zentrales und wichtiges Instrument. Das heisst, wir hoffen, dass es dazu wird in Zukunft. Ja, ja, ihr habt euch beworben. Was hat euch dazu bewegt, dort mitzuschaffen oder mitzugestalten? Ja, ich glaube, das ist genau der Aspekt, dass das Tool, dass der Managementplan ein zukunftsgerichtetes Instrument ist. Das heisst, wir können mit dem die Zukunft von unserer Stadt mitgestalten und eben sichern, dass die nachfolgenden Generationen genauso Freude haben an dieser Stadt, wie wir bis anhin hatten. Jetzt der Platz, wo wir uns da gerade drauf befinden. Vielleicht möchtet ihr auch noch einmal herumschauen. Wir haben hier den Sockel jetzt durch die Sommermonate. Wie vereinen wir denn da die ganz vielen Ansprüche? Ja, das ist schwierig. Also auf der einen Seite haben wir ja die gebaute historische Stadt und auf der anderen Seite haben wir die vielfältigen Nutzungen, die in dieser Stadt passieren müssen. Und die spielen sich im öffentlichen Raum ab. Sie spielen sich nach Corona zunehmend im öffentlichen Raum ab. Und dort haben wir klassische Nutzungskonflikte. Wir haben Aussenbestuhlungen und Lärm oder lärmempfindliche Bewohnende. Wir haben hier gerade eine Schule irgendwo rund um einen Waisenhausplatz. Wir haben die Gestaltung des Platzes selber. Wir haben Beleuchtung, die der Sicherheit dient. Wir haben aber auch Lichtverschmutzung und, und. Also wir haben im öffentlichen Raum ein Maximum an Nutzungskonflikten. Und diese Nutzungskonflikte können wir eigentlich nur im Dialog miteinander lösen. Und Digitalisierung kann uns nachher helfen, das Management innerhalb dieser Nutzungskonflikte so effizient wie immer nur möglich zu machen.
Jetzt möchte ich mal zu dir rüber schauen. Nutzungskonflikte, wie nutzt denn BLS die Möglichkeiten der Digitalisierung? Sie sind ja auch Zubringer in die Stadt. Genau, also aus Mobilitätsanbietern, unsere Hauptrolle ist es, Leute zu transportieren, sicher von A nach B und wieder zurück. Oder? Und wir sind natürlich öffentlicher Dienstleister. Das heisst, für uns wäre die Hauptfrage, welches Ziel verfolgt die Stadt Bern rund um die Altstadt? Bei uns sind natürlich die Angebotsplaner schon gewitzelt, wie nützlich das ein Bahnhof wäre in der Altstadt. Und das ist natürlich keine Option. Es gibt natürlich viele Optionen. Die Digitalisierung bietet Lösungen. Zum Beispiel, wir könnten die Stadt komplett digitalisieren, damit man sie mit einer Augmented Virtual Reality Brille kann von den Heierkunden, nicht mehr muss zu uns kommen. Wir können mit mobilen Tickets wir den Zugang zu der Stadt noch einfacher machen. Und das ist natürlich die Frage, es gibt viele Lösungen. Meine Rückfrage wäre dann, was ist denn wirklich das Problem, das wir momentan müssen lösen, beziehungsweise wo kann der ÖV am besten mithelfen? Stellen wir doch die Frage gerade mal in die Runde. Also digitalisierte Tickets würden zum Beispiel dafür helfen, dass wir keine Automaten mehr müssen überall aufstellen. Das heisst, ein Beitrag zur Entrümpelung quasi von dem öffentlichen Raum, der ohnehin stark belegt ist. Digitalisierung könnte helfen, Logistikprozesse, also Anlieferung, ist auch ein Riesenthema, nicht nur Personen, sondern auch der Güterverkehr. Wir müssten können die Stadt entlasten von den grossen, schweren Camion und müsste die Feinverteilung irgendwo intelligenter organisieren. Parkierungskonzepte, Parkierungsleitsysteme etc. Ich glaube, dort ist die Luft nach oben auch noch vorhanden und dort würde es Digitalisierung ebenfalls Raum geben. Es ist an sich noch schade, wenn man eine Altstadt, eine historische, als Parkplatz braucht. Ich glaube, da gäbe es ebenfalls digitale, gescheite Lösungen. Parkplatz. Früher war auf dem Waisenhausplatz, ja, gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, da sind viele Autos gestanden. Heute ist es mehr eine Begegnungszone. Wie würdet ihr jetzt den Waisenhausplatz ja, beschreiben? Was herrscht da für eine Atmosphäre? Und wie könnte man das vielleicht auch nutzen, um in die Zukunft hineinzugestalten? Es ist ja etwas in Planung. Ja, genau. Also, da gibt es schon ein Projekt. Ich glaube, da muss ich mich nicht äußern dazu, was hier geplant ist. Ich glaube, generell ist der Waisenhausplatz einer von diesen Orten in Bern, der ein enormes Potenzial bietet, atmosphärisch aufgewertet zu werden, zu einem wirklichen Aufenthaltsort zu werden, wo dann vielleicht nicht mehr so grosse Installationen nötig haben, die temporär hier platziert werden, sondern dass man ihn dauerhaft aufwertet. Das hat viel mit Materialität, mit Bepflanzung sicher auch zu tun. Und da gibt es bereits ein sehr gutes Projekt, glaube ich, das in Planung ist. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, ich glaube, was interessant ist im Zusammenhang mit den Planungen, die sind ja noch nicht abgeschlossen zum Waisenhausplatz, aber es gibt eine gewisse Stossrichtung. Und was man herausfinden kann, ist, es gibt, wie der Reto gesagt hat, unglaublich viele Ansprüche an den öffentlichen Raum. Und da ist es einfach gerade wichtig, dass wir eine Art nutzungsneutrale Grundgestaltung mal sicherstellen können. Eine Art Stadtbühne, worauf sich nachher die verschiedenen Nutzungen auch können entwickeln können. Und diese Grundgestaltung, die muss sehr super, die muss nach präzisen gestalterischen Überlegungen, aber auch geschichtlich fundiert, begründet können gemacht werden. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also wenn man heute von Platzneugestaltungen redet, redet man ja immer wieder von Klimaanpassungsmassnahmen. Und dass vielleicht ein bisschen grün hier auch noch sein sollte, das glaube ich, leuchtet allen ein. Aber auch hier kann man jetzt den Nutzungskonflikt, der wird entstehen, natürlich eins zu eins aufzeigen. Je mehr Bäume das hier dann allenfalls werden stehen, desto weniger Marktstände kann man aufstellen, desto weniger Aussenbestuhlungen kann man machen, desto komplexer wird möglicherweise die Anlieferung und. Also das zeigt eben schon auf, hier ist ein intensivster Dialog von Nöten. Den können wir nicht digitalisieren. Das Management können wir auch, dort können wir viel digitalisieren. Darf ich dir auf einen Punkt widersprechen? In allem Respekt, ich glaube schon, die Lösungsfindung könntest du digitalisieren. Denn wo Island in der Finanzkrise war, haben sie angefangen mit öffentlichen Hackathons, Hack the Crisis. Nach Corona sind sie erst recht digital geworden. Du nimmst alle Leute in einem öffentlichen Format zusammen, die Bürgergemeinde, die Bewohner, der ÖV, die Unternehmen, und lass sie zusammen Lösungen erarbeiten und vorschlagen. Ich glaube, wir haben noch viel Potenzial schon in der Lösungsfindung, mehr zusammenzuarbeiten auf digitalen Pfaden.
Vielleicht ist auch ein gutes Stichwort, wenn ich drauf schaue, den Managementplan, wie bleibt denn der nachher nicht nur sozusagen ein Dokument, das man für die Schublade konzipiert, aber wie wird der handlungsleitend? Oder können wir denn dort uns vielleicht als Bürger und Bürgerinnen auch mit beteiligen in der Erarbeitung? Also was der Managementplan sicher wird dank der Digitalisierung können leisten, ist, dass er sehr öffentlich wird sein, dass er zugänglich wird sein, dass man ihn kann brauchen. Das ist so wichtig. Der Managementplan soll absolut nicht ein Instrument sein, das in der Schublade soll verschwinden. Darum hat er auch einen dynamischen Teil. Das heisst, er wird auch regelmässig überarbeitet. So wird man neue Ansprüche, neue Bedürfnisse können aufnehmen, bearbeiten. Andere, die vielleicht auch nicht mehr so aktuell sind, auch wieder rausnehmen. Also der Managementplan besteht aus zwei Teilen. Aus einem statischen Teil und aus einem dynamischen Teil. Der statische Teil zeigt Werte auf von der Altstadt, die man erhalten will, die man weiterentwickeln will. Und der dynamische Teil zeigt auf, wie das vonstatten gehen soll. Und selbstverständlich ist dort die Digitalisierung auch ein Mittel zum Zweck. Zum Zweck der Information, zum Zweck der Vermittlung und sicher auch zum Zweck der Mitgestaltung. An wer richtet sich denn der Managementplan? So wie ich es verstehe, soll der vielen zugänglich sein, also irgendwelche Organisationen, oder vielleicht auch Marktstände, Restaurants. Also wie muss man sich das vorstellen? Also der Managementplan ist nicht das Nutzungskonzept. Der Managementplan ist die konzeptuelle Basis, woran man solche Konzepte und solche Arbeiten, aber auch Bauarbeiten, zum Beispiel auch Gestaltungen im öffentlichen Raum, danach soll können richten. Eine solche konzeptuelle Basis gibt es im Moment nicht. Und es fällt uns auf, dass bei diesen ganz, ganz vielen Projekten, die wir hier haben, die Grundlagen immer wieder von Neuem müssen erarbeitet werden oder manchmal leider auch gar nicht erarbeitet werden, was dann zu einer minderen Qualität von entsprechenden Projekten führt. Und da wollen wir die Basis legen dazu. Rito Nause, wo siehst denn du die Berner Stadt in der Zukunft? Oder wem müsste es noch mehr geben? Wir haben gesagt, oder, auf engem Raum sind wir hier in der Stadt. Was hast du für ein Zukunftsbild? Also wir waren mit dem Gemeinderat letzte Woche in Dijon. Und Dijon hat etwas Innovatives, Digitales gemacht. Die haben nämlich die Einsatzleitzentrale für die öffentliche Beleuchtung, für den öffentlichen Verkehr, vom Tiefbauamt und, haben die alles zusammengelegt. Und sie haben eine App geschaffen. Das heisst, die Einsatzleitzentrale die erkennt, wenn jetzt zum Beispiel ein Abfallkübel überquillt, dann kann man den gezielt leeren. Sie kann von den Bürgerinnen und Bürgern angewählt werden und dann können die sagen, wir haben bei der Strassenlaterne ein Problem. Und so gang ich schon auch mit dir einig, dass der Input, auch mit Ideen, wie man den öffentlichen Raum aufwerten kann, dass der Input durchaus digital kann erfolgen, muss erfolgen und wird erfolgen. Aber am Schluss sind es politische Entscheidungen. Und für die muss man an den Tisch sitzen und face-to-face diskutieren und dann sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Jetzt sitzen wir ja hier an einem Tisch. Was hast du für weitere Ideen, was wir machen könnten? Ja gut, die gute Idee, das ist ganz, ganz einfach. Am Schluss ist es eine Frage von Willen und auch Geld. Oder? Ich glaube, wichtig ist am Anfang von einem Prozess, dass man mal spinnen darf. Oder? Zum Thema Mobilität, wieso nicht selbstfahrende Shuttles, die neu durch die Altstadt fahren? Oder? Braucht weniger Platz, ist effizient, ist grün. Was man auch könnte überlegen, wenn man ganz gross denkt, die Schweiz hat mit Cargo Souterrain eines der ambitioniertesten Güterverkehrsprojekte in der Geschichte gestartet. Wieso nicht mal überlegen, dass man die ganze Güterversorgung in der Altstadt unter die Straße tun? Jetzt unabhängig davon, dass das vielleicht die finanziellen Mittel würde ausschöpfen. Aber es scheint mir wichtig, auch wenn man am Anfang des Prozesses ist, einfach mal alles möglich zu machen und sich nicht zu beschränken durch die Restriktionen, die es vielleicht gibt. Sich nicht beschränken lassen und gleichzeitig im Perimeter hier im UNESCO-Weltkulturerbe haben wir natürlich auch einen engen Raum. Untergrund und Belieferung von diesen zahlreichen Läden, die wir hier in der Altstadt haben. Geht das überhaupt? Es hat mal ein Projekt für eine Untergrundbahn. Das hat irgendwie Bern Vision 2000 oder so geheissen. Ich glaube, die ganz grossen technischen Infrastrukturprojekte mit Tunnel, Rampenbauwerk und weiteren grossen Maschinerien, ich glaube, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Ich glaube, das, was der Reto vorher angetönt hat, dass man mit smarten Lösungen Effizienzsteigerungen herausholen kann, zum Beispiel beim Verkehrsregime, zum Beispiel bei der Anlieferung. Ich glaube, da steckt mehr Potenzial drin.
selbstfahrende Wege, selbstfahrenden ÖV, selbstverständlich, auch das ist denkbar. Vielleicht kleinere und in einem höheren Takt, was weiss ich. Ich glaube, das sind die Lösungen der Zukunft und das ist auch das, was Digitalisierung kann bieten kann. Grosse Infrastrukturprojekte, glaube ich, das ist eher ein bisschen von gestern. Also wir haben ein Problem mit der Unterkauerung hier in der Altstadt. Wir haben ein Problem mit dem Leitungsbau in der Altstadt, vor allem in der unteren Altstadt. Sind Platzverhältnisse unglaublich knapp. Und wenn wir einen Tunnel würden wollen machen, der dann quasi die Aare quert, dann wird es einfach schwierig. Aber es gibt mit diesen selbstfahrenden Bussen etc. gibt es durchaus technische Geschichten, die ich sehr, sehr attraktiv finde. Ich denke auch, dass man zum Beispiel allein mit der Datenerhebung, wo gehen die Bernmobil-Passagiere eigentlich durch und wo wollen sie her, könnte man den öffentlichen Verkehr massiv optimieren. Bei uns fährt alles hier durchs Rohr. Ob das wahnsinnig schön ist, ob das auch sicher ist und ob das wirklich immer nachgefragt wird, das weiss ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und ich glaube, hier könnte man auf der Basis von technischen oder von Fahrt von Passagierdaten sehr viel rausholen. Jetzt, wenn wir anfangen zu bauen, Architekten, ist eine sehr interdisziplinäre Arbeit. Auf wen muss man da heutzutage schauen und wie hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert? Ja, ich glaube, unser Beruf hat sich nicht grundsätzlich verändert in den letzten paar hundert Jahren. Es sind immer noch die genau gleichen Themen, die auf dem Tisch sind. Wir bauen für den Menschen. Oder? Der Mensch ist im Zentrum, seine Anliegen, die wir müssen erfüllen müssen. Und die sind halt gottgegebenermaßen vielseitig. Und da gilt es, eine Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Anforderungen auf der konstruktiven Seite, auf der klimatischen Seite, auf der nutzungstechnischen Seite. Also von dem her wirklich eine sehr integrative Arbeit, wo man versucht, möglichst all die Anliegen unter einen Hut zu bringen. Eins möchte ich da noch ergänzen. Wir haben also der Vorteil und das Bijou Berner Altstadt beruht darin, dass hier auch gewohnt wird. Dass hier nicht nur Büros sind, dass hier nicht nur Shopping stattfindet, sondern dass auch gewohnt wird. Und gleichzeitig auch Gastronomie stattfindet. Und dort sind wir voll im Nutzungskonflikt drin. Das ist das, was ich immer betone. Schnurren mit den Leuten. Auch auf digitalen Kanälen einverstanden, aber schnurren mit den Leuten. Ich möchte da gerade ansetzen, ich glaube, zu wohnen in der Altstadt ist ganz wichtig, und zwar auch für den Erhalt der Altstadt. Es braucht eine Bevölkerung, die aufmerksam ist, die vielleicht auch kritisch ist, die vielleicht manchmal auch gewisse Probleme anspricht, die sich aber auch verantwortlich fühlt. Das ist für den Erhalt von einem Flächendenkmal, und wir reden hier von einem Flächendenkmal, das eine ganze Stadt ausmacht, mit all ihren funktionalen Ansprüchen und all ihren auch psychologischen Ansprüchen und so weiter, all ihren Werten. Und da ist eine Wohnbevölkerung etwas ganz Zentrales. Wir merken zum Beispiel, dass in der oberen Altstadt eigentlich gerne mehr gewohnt würde. Einerseits, weil die Strukturen auch da sind. Die Häuser sind einmal die meisten jedenfalls zum Wohnen gebaut worden. Und auch von der Investorenseite her ist das heute interessant, oder? Weil Wohnraum, das kann man vermieten, Büroraum zum Teil ein bisschen weniger. Und da werden wir sicher auch versuchen, mindestens eine gewisse Basis zu legen, verantworten, was das dann heissen kann, eben wohnen in der Altstadt und trotzdem eine lebensfähige und lebenswerte Stadt zu haben, wo man ausgehen kann, wo man ins Restaurant gehen kann und einkaufen kann. Jetzt das Thema Wohnen beschäftigt uns ja alle. Wir wohnen irgendwo und gleichzeitig gehen wir ein bisschen an die Peripherie auch raus. Es gibt ja ein Projekt im Bümpliz Nord, wo auch der Bahnhof umgestaltet wird. Könnt ihr uns dort einen Einblick geben? Was sind da für Ziele dort und was wird dort versucht? Ja, ich glaube, das Ziel, das man mit den Bahnhöfen verfolgt, ist eigentlich, dass man sie weiterentwickelt zu Mobilitätshubs. Oder? Der Bahnhof hat ja immer die Aufgabe gehabt, die perfekte Umsteigebeziehung von Zug zu Zug zu haben. Aber das reicht natürlich nicht mehr. Oder? Man wechselt auf das Taxi, auf das E-Bike, auf ein Sharing-Angebot. Es wird dort gewohnt und es gibt medizinische Versorgung, es wird dort gearbeitet. Oder? Bündnis Nord, andere, dass sie mehrere Projekte von Bahnhöfen sollen weiterentwickelt werden. Ich fürchte aber, dass es direkt auf Berner Altstadt kaum wird einen Einfluss haben, weder im Positiven noch im Negativen. Auf der anderen Seite haben wir ja zum Beispiel den Bahnhof Wankdorf. Dort hat man meines Erachtens historisch den Fehler gemacht, dass man dort primär nur
Arbeiten näher in unmittelbarer Bahnhofsnähe eingeplant hat. In der ersten Ausbauphase hat es zum Beispiel keine Wohnungen gegeben, keine Hotelnutzungen gegeben. Jetzt in weiteren Ausbauphasen kommt eben das Wohnen drin. Und wenn man will, dass Wohnen und Arbeiten näher zueinander rutscht, dann sind Bahnhöfe ganz brillante Schwerpunkte, wo man eben auch wohnen kann, wo man arbeiten kann, wo man einkaufen kann, etc. Und ich glaube, so muss man Stadtplanung in der Zukunft irgendwie angehen, gerade wenn man noch innere Verdichtung und so weiter und so fort machen will. Vielleicht noch ergänzen, ich glaube, der Punkt ist sehr, sehr zentral. Oder? Der ÖV hat immer auch ein bisschen einen Backfire-Effekt. Oder? Je besser das Angebot, desto schneller der Takt, desto schneller das Angebot, desto weiter zügeln die Leute dann noch wieder raus, oder? Und pendeln dann mehr. Oder? Es gibt einen Punkt, wo sich der ÖV selber alimentiert. Oder? Und wegen dem braucht es das Gesamtkonzept Wohnen und Arbeiten zusammen. Also nur mit ÖV lösen wir es nicht. Wir schaffen irgendeine eigene Nachfrage, die dann nicht im Sinn kann sein von den Planern. Jetzt überlege ich mir gerade so, was könnten wir denn wie auch lernen, sozusagen, einerseits in der Altstadt von solchen Hubs und umgekehrt. Was würdet ihr uns damit auf den Weg? Was habt ihr gelernt in den letzten paar Jahren? Ja, ich glaube, das ist das, was schon erwähnt wurde, ist, oder? Alle Stakeholder am Anfang an den Tisch, oder? Das ist genau das, oder? Das Problem am Hub ist, jeder optimiert für sich, oder? Das Transportunternehmen optimiert für sich, das Immobilienunternehmen will möglichst viel Gewinn erwirtschaften von den Liegenschaften, das Geschäft will möglichst günstige Mietzinsen, oder? Und dann, wenn das aufgeht, dann ist es fast wie ein Zufall. Oder? Also, jetzt haben wir etwas Gutes geschafft. Wegen dem Zentrum ist Stakeholder an Tisch. Und man muss immer dann denken, wer ist der Nutzer von diesem Bahnhof oder der Besucher. Oder? Und wir müssen es schaffen, die gesamte Customer Journey aus seinem Blickwinkel zu sehen. Oder? Und dann müssen wir gemeinsam den Plan machen und dann den auch umsetzen. Und das muss nicht nur digital sein. Wir können sehr gerne mal die PostFinance Arena ausmieten und die mal wirklich alle physisch zusammenbringen. Da bin ich auch voll dabei. Wir haben ja das Thema also Nutzerzentrierung, das sehr wichtig ist. Wir möchten ja für uns als Menschen eine gute Lebensqualität auch haben, hier in der Altstadt oder allgemein. Jetzt stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, wenn wir etwas möchten erhalten, also Denkmalpflege, etwas erhalten, Wert erhalten und gleichzeitig verändern sich Bedürfnisse ja ständig. Wie können wir diese langfristige Entwicklung gewährleisten? Also, aber wenn wir in die Geschichte zurückschauen, oder? Das System von der Berner Altstadt, das Historische, das hat sich ja eigentlich sehr bewährt. Oder? Wir haben die Lauben, die Altstadtläden, zum Teil früher noch gewerbt drin, in den oberen Stockwerken ist gewohnt worden, dann haben wir Beizen gehabt. Also historisch ist das eigentlich ein hervorragendes Konzept. Und jetzt geht es einfach eigentlich darum, dass, gut, früher ist Beizen um 11 Uhr zugegangen, heute wollen sie am liebsten die ganze Nacht durchführen. Und das gilt es dann quasi, das sind dann die neuen Bedürfnisse, die man dann irgendwo austarieren muss. Also was kann man sich mehr wünschen, als wenn der Gemeinderat quasi die denkmalpflegerische Argumentation, die mir auch völlig, ich kann das genau mit den gleichen Worten ausdrücken, oder? Das ist ein unglaublich stabiles System, das sich seit der Gründung der Stadt eigentlich bewährt hat. Das sagt auch die UNESCO. Eine Stadt, die sich eben ihre mittelalterliche Grundstruktur können bewahren trotz dem ständigen Wandel. Und ich glaube, das gilt es, sorgfältig weiterzuleben. Ich glaube, es gibt auch noch andere Themen, wie zum Beispiel Ökologie. Oder? In dieser Stadt gibt es kaum, also mindestens bis vor kurzer Zeit, hat es kaum graue Energie gegeben, weil alles ist mit Muskelkraft von Pferd und Tier und Ochsen ist hergeschafft worden, alles von Hand bearbeitet ist worden, alles natürliche Materialien, die auch wieder natürlich abbaubar sind und aus der Region kommen. Oder? Gleichzeitig eine wahnsinnig dichte Struktur, die auch wiederum, was jetzt Isolation und Gebäudeeffizienz anbelangt, aber natürlich auch die ganze Infrastruktur, die man hier sehr zentral und sehr konzentriert machen kann. Also eigentlich ist die Altstadt wirklich ein Rule Model für zukünftige Stadtentwicklung. Und das müssen wir mal ein bisschen genauer anschauen. Das würde mich sehr freuen. Stadtentwicklung ist ja nicht nur wichtig für uns als Berner, Bernerinnen, Bevölkerung, sondern auch für den Tourismus. Also es ist ein attraktives Bijou, auch für andere. Wir haben es vorhin von Augmented Reality. Also ich möchte eigentlich die Berner Altstadt schon noch schmecken, erleben. Was seht ihr dort für einen Mehrwert vielleicht auch? Ist es ergänzend, substituierend? Ich weiß es nicht.
Also natürlich muss man auch komplett recht geben. Also nichts gibt darüber, am Not persönlich zu sein und das zu schmecken und zu erleben. Möglichkeiten gibt es viele. Man kann mit der Augmented Reality kann man Sachen ergänzen, zum Beispiel Stadtführungen, Live-Informationen in die Brille einblenden bekommen. Das ist sicher sehr, sehr attraktiv. Mit der virtuellen Realität muss man sich effektiv nicht mehr bewegen. Es gibt gerade in Paris eine sehr schöne Ausstellung, wo man steht in einem leeren Raum mit Brille und Rucksack und kann das alte Ägypten erforschen, beziehungsweise die alten Pyramiden sich anschauen. Ich finde die Gedanken sehr, sehr interessant, wegen wie sie mit einer Klimakrise, oder? Es muss am noch das Interesse sein von der Stadt, dass man nicht zu viel Tourismus bekommen. Ich glaube, unser grosser Glück ist, dass es Kinderkreuzfahrtschiffe gibt, die über die Aare kommen. Wegen das würde genau zu dem führen, nur noch Airbnb, nur noch Tagestourismus, maximal Umsatz pro Gast, 10 Franken, wenn er einen Kaffee trinkt. Und ich glaube, wegen dem hier, es ist die Frage vom Ziel, mit der Digitalisierung, man kann ergänzen, man kann substituieren. Und wenn man ja Übertourismus verhindern mit technischen Hilfsmitteln, wieso nicht, wenn man CO2 einsparen kann? Noch so lieber. Und man muss sagen, es gibt sicher auch viele Leute, die schlicht nicht Mittel haben, auf Bern zu kommen und sich unsere Altstadt anzuschauen. Und für die wäre es sicher eine schöne Option. Mich würde es jetzt noch interessieren, wäre doch cool, wenn wir miteinander schauen könnten, wie der Waisenhausplatz früher ausgesehen hat. Gibt es da schon viele Sachen, die der Denkmalschutz vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen Parteien am Laufen hat? Also es gibt natürlich verschiedene Augmented Reality Projekte. Man hat da etwas gehabt für einen Christoffelturm, so die Leute das vielleicht vorstellen können, wo der gestanden ist und wie der gestanden ist. Aber wir haben ja in Bezug auf das Projekt Bärenwaisenhausplatz, also das ist jetzt nicht Denkmalpflege, die das erarbeitet, muss ich auch sagen, aber Denkmalpflege arbeitet da natürlich mit. Und da gibt es auch Visualisierungen, die selbstverständlich computergeneriert sind, dass man sich eben vorstellen kann, wie so ein Platz dann mal auch soll aussehen. Also das ist, ich glaube, das ist etwas, was auch, und da kannst du, Pascal, sicher auch noch bestätigen, etwas, was in der Architektur, in der Planung heute einen festen Platz hat. Wer ist denn für das zuständig? Ja, umsetzen müssen wir es. Zahlen muss es dann irgendjemand. Und da ist dann die Frage, wer das in Auftrag gibt. Oder? Das ist ganz klar ein Tool, das auch nicht seit heute oder seit gestern erfunden ist worden. Architekten arbeiten seit Jahrhunderten mit diesen Visualisierungen. Früher haben sie die halt einfach von Hand gemacht. Heute werden sie computergeneriert. Das Ziel davon ist immer das Gleiche. Man will die Bevölkerung sensibilisieren auf eine mögliche bessere Zukunft, auf ein Ziel hinzuschaffen, dass alle eigentlich an einem Strick ziehen. Ich glaube, das wäre schlussendlich das Ziel von solchen Bemühungen. Wir kommen ein bisschen zum Abschluss von unserem Gespräch. Ich möchte nochmal auf den Waisenhausplatz eingehen. Wir verlassen ja nachher nicht den Platz und gehen eins weiter. Was ist euer Wunsch, den ihr am Waisenhausplatz mitgeben möchtet? Ich mache gerne gerade eine Runde. Also sicher eine gestalterische Aufwertung, die aber von den künftigen Nutzungen, die hier sollen und müssen stattfinden, vieles möglich macht. Ein gut gestalteter, nutzungsneutraler Platz, wo alle die Ansprüche ihren Platz finden, ohne dass sie sich ihr Gärtchen abstecken. So. Ja, ich wünsche mir vor allem eine atmosphärische Stärkung und dass wir wegkommen von dem immer noch spürbaren Parkplatz, den er jemals war. Ja, ich wünsche mir, dass hier die Bernerinnen und Berner und die Besucher immer noch zusammentreffen, eine schöne Zeit miteinander verleben und aus eigenem Interesse immer noch ein Plätzchen für den Billettautomat. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Danke, Reto Nause, bist du zu Gast gewesen. Jean-Daniel Gross, Pascal Pellorini und Pierre-Alain Michel. Merci vielmals fürs Mitdiskutieren hier heute auf dem Waisenhausplatz. Ja, auch für euch Zuschauende, wir werden jetzt hier zusammenräumen. Es war spannend, mit so vielen Menschen in Kontakt zu treten. Und ich freue mich, wie es dann nachher am Nachmittag auch wieder weitergeht. Herzlichen Dank.